Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zur Einheit 4 dieses Kurses. Heute, wie der Titel schon sagt, international. Wir beschäftigen uns also mit folgender Problemstellung. Wie sieht es mit dem Urheberrecht eigentlich außerhalb von Österreich aus und wie betrifft mich das als Einzelne? Nun, sehen wir uns einmal den Anwendungsbereich des Urheberrechts an, Paragraphe 94 bis 100 Urheberrechtsgesetz. Sie sehen hier, das Werk unterliegt grundsätzlich, ungeachtet seines Erscheinungs-, seines Erstellungsortes, dem österreichischen Recht, wann der Urheber österreichischer Staatsbürger ist. Gilt erst recht für im Inland erschienene Werke, die im Inland ein sogenanntes Zugehör bilden, also zum Beispiel Dinge, die zu einer Liegenschaft gehören würden, wie zum Beispiel das Mobiliar. Das wird als unselbstständige Nebensache zur Hauptsache Liegenschaft gesehen. Aber das würde jetzt im Bereich des Sachenrechts etwas zu weit führen. Auch ausländische Werke, also Werke von ausländischen Urhebern, die nicht im Inland erschienen sind, genießen ebenfalls den Schutz des Inlandes, wenn gleichwertiger Schutz im Ausland besteht. Das bedeutet also eine Art Gleichwertigkeitsprinzip. Wann in dem Land, wo der ausländische Urheber Staatsbürger ist, ein ähnlicher oder gleicher Schutz gewährleistet ist, dann soll auch bei uns der entsprechende Schutz gelten. 99 oder 98 bis 100 haben wir dann noch bestimmte Sondernormen, einerseits für Lichtbilder, nachgelassene Werke, Datenbanken, sowie dann noch ein Nachrichten- und Titelschutz bei ausländischen Urhebern nach diesem Prinzip der Gegenseitigkeit. Hier kann ich wieder auf oben verweisen, § 96 Urheberrechtsgesetz. Gibt es dann also ein internationales Urheberrecht überhaupt? Nun, bereits bei Artikel 27 EMRK, also die Menschenrechtskonvention, sagt uns, dass jeder Mensch Anspruch auf Schutz seines geistigen Eigentums hat. Das bedeutet aber leider noch lange nicht, dass ein weltweit gültiges Urheberrecht existiert. Das Urheberrecht ist vielmehr als Teil des sogenannten internationalen Privatrechts zu sehen. Das internationale Privatrecht in Österreich und auch in sämtlichen anderen Staaten ist ein sogenanntes Verweisungsrecht. Das bedeutet, das internationale Privatrecht schaltet die österreichische Rechtsordnung oder die deutsche Rechtsordnung, die amerikanische Rechtsordnung, die ausländische Rechtsordnung nicht aus, sondern sagt uns nur, unter welchen Umständen welche Rechtsordnung zur Anwendung kommt. Das bedeutet, das IPR, das internationale Privatrecht, sagt uns, wann und unter welchen Umständen welches nationale Urheberrecht zur Anwendung gelangen muss. Insbesondere im Urheberrecht gibt es jedoch, wie ich schon mal erwähnt habe, Staatsverträge. Staatsverträge sind Verträge, die zwischen Staaten abgeschlossen werden, wo gewisses Recht geschaffen wird. Einerseits, sehr wichtig für uns, die Berner Übereinkunft, hier verlinkt, regelte erstmalig das Urheberrecht und führte auch dieses sogenannte Schutzlandprinzip ein, dieses Prinzip der Gleichwertigkeit, was ich schon in § 96 Urheberrechtsgesetz erwähnt habe. Dann das TRIPS-Abkommen zur Regelung der Rechte am geistigen Eigentum, wo gewisse Mindeststandards gefordert werden. Dann der WIPO-Urheberrechtsvertrag ist ein Sonderabkommen, Ausfluss aus dem Berner Übereinkommen. Und hier geht es dann zur Anpassung von nationalen Urheberrechten, insbesondere der immer neuen und immer wichtiger werdenden digitalen Medien. Vor einiger Zeit gab es dann noch Versuche, ein Antipiraterieabkommen in Kraft treten zu lassen, das sogenannte ACTA, aufgrund massiver Projekte, Proteste, scheiterte dieses Projekt dann jedoch. Wichtiger Grundsatz bietet einmal das Schutzlandprinzip. Das heißt, grundsätzlich ist das Recht jenes Staates anzuwenden, in dem der Schutz auch beansprucht wird. Immer unter diesem Aspekt der Gleichwertigkeit zu sehen. Hierzu können wir das sogenannte Territorialprinzip oder Territorialitätsprinzip vergleichen. Das bedeutet, dass Tatbestände, also rechtliche Aspekte, die in einem Land gesetzt werden, immer dem Recht dieses Landes unterliegen. Das ist vor allem bei uns in Österreich im Strafrecht so. Also das österreichische Strafrecht stellt alles unter Strafe, was am österreichischen Staatsgebiet passiert, widerrechtlich natürlich. Insbesondere im Internet haben wir aber mit diesem Territorialitätsprinzip und mit dem Schutzlandprinzip Probleme. Warum? Weil beim Internet der Anknüpfungspunkt sehr schwierig ist. Server stehen im Ausland, Seiten werden unter einer anderen Top-Level-Domain betrieben. Also das ist eine nach wie vor große und auch nicht in allen Fällen gelöste Frage. Schauen wir uns dann vielleicht noch ganz kurz gewisse Urheberrechte im Vergleich an, nämlich einerseits Deutschland. Die haben als Rechtsquelle das Urheberrechtsgesetz 1965, dann das sogenannte Wahrnehmungsgesetz und das Verlagsgesetz.
wesentlichster und interessantester Unterschied für den User bei der Privatkopie. Die Privatkopie ist nämlich nicht zulässig in Deutschland, wenn die Quelle offensichtlich rechtswidrig hergestellt oder zugänglich gemacht worden ist. Hierzu ist zu sagen, da werden wir uns in der Einheit 10 noch damit beschäftigen, dass dies auch in der Urheberrechtsnovelle 2015 vorgesehen ist. Und ganz anders in den USA, hier haben wir ein sogenanntes Copyright Law, während wir in Österreich oder wir im kontinentaleuropäischen Rechtsraum an das Werk und den Urheber anknüpfen und sich der Urheberrechtsschutz quasi automatisch ergibt, ist in den USA das mehr in Richtung Markenschutz zu sehen. Das heißt, ein Urheberrecht, eine Urheberschaft, ein Recht zur Verwertung müsste gewissermaßen angemeldet werden. Diese Dinge wurden zwar mittlerweile gelockert, wird aber sehr oft noch gemacht mit diesem Copyright-Vermerk. Hiermit wird dann auf dieses bestehende Recht hingewiesen. Zusammengefasst also, es gibt kein weltweit einheitliches Urheberrecht. Das anzuwendende Recht bestimmt sich entweder nach dem internationalen Privatrecht oder nach internationalen Abkommen, also Staatsverträgen. Und im angloamerikanischen Raum besteht eben dieses Copyright Law, was vom Prinzip her eher in Richtung Markenschutz geht. Damit bin ich auch mit dieser vierten Einheit am Ende angelangt und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.